Einen wunderschönen guten Tag, meine Bergziegen. Ich hoffe auf jeden Fall, bei euch ist alles frisch, ja? Ja? Ey, Bruder, ich wollte dir nur mal sagen, dass du der Beste bist, ja? Ohne Spaß, ich liebe dich einfach. Ja, okay, Bruder, danke schön, ja? Aber ich nehme gerade auf, okay? Ich rufe dich später zurück, ja? Alles klar, Bruder, ist gar kein Problem. Erzähl mal, Bro, wie geht's Tante, wie geht's Esel? Bruder, ich hab doch gerade gesagt, ich nehme hier was auf und warum rufst du mich eigentlich an? Du sitzt doch hier neben mir. Bruder, du weißt doch, unsere Freundschaft bedeutet mir doch was. Okay, ja, korrekt, Bruder. Schon Spaß, Alter, Aldi Talk hatte Flatrate angeboten. Geh, ihr Pappnasen, ich glaub, ich schwinne. Sag mal, ich kann dir nicht mal eine ganze Currywurst essen wegen eurem Krawall. Was ist denn euer Problem? Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ja, Leute, was ich eigentlich sagen wollte, ne, wir sind gerade kurz vor 25.000 Abonnenten, deswegen, wenn ihr Bock habt, ihr könnt mich ruhig supporten. Schickt meinen Kanal an eure Freunde, wenn ihr Bock habt. Oder ey, warte, die besten Leute sind die, ne, die meinen Kanal in ihre WhatsApp-Schulgruppe schicken. Ey, größte Ehrenmänner, wirklich. Wäre richtig stabil, wenn ihr das macht, weil unter allen Supportern verlose ich 1 Ziegenmilch, 3 Fußnägel und 5 Brusthaare von mir. Auf jeden Fall geht's heute um einen YouTuber namens Henry. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere von euch den auch. Ey, wow, scheiße, ich habe meine Hublot vergessen. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist. Warte mal kurz. So, stabil. Die geht übrigens seit 8 Monaten falsch, ne? Also das ist auf jeden Fall so ein typischer Standard-YouTuber, ja? Ihr wisst ja, so Street-Videos und so, also ein typischer Versager wie aus dem Bilderbuch. Das Einzige, was man an dem feiern kann, ist einfach nur, dass er schwarz ist, ohne Spaß. Mehr gibt's da nicht zu feiern. Grüße gehen raus an meine schwarzen Zuschauer. Ja, was hat der liebe Henry gemacht, fragt ihr euch jetzt bestimmt, ne? Der liebe Henry hat eine Aktion gemacht, die ich nicht so korrekt fand. Und zwar vor ein paar Wochen kam so ein Video auf seinem Kanal online, das war irgendwie eine Minute lang oder so und das hieß Effli, also umgekehrt Hilfe, und in dem Video stand er einfach nur so nackt rum und hat nichts gemacht. Und viele dachten so, ja, der ist jetzt voll in Gefahr, der wurde entführt oder was weiß ich was. Aber Leute, jetzt mal ganz im Ernst, ne, guckt euch mal sein Bild genau an, ne. Sieht der da nicht einfach 1:1 aus wie so ein Coverbild von so einer Pornozeitschrift für afrikanische Asylanten? Auf jeden Fall, das ist alles nicht echt gewesen, ja. Der hat das selber so gefaked und so, hat er auch alles selbst zugegeben. Und jetzt gucken wir uns einfach mal den Grund dafür an, warum er das gemacht hat. Ich habe mich mit Dennis mehrere Stunden wirklich unterhalten über Entführungen, Kidnapping und alles, was halt so dazugehört. Und wollte einfach, das war wirklich meine Intention, damit viele mal drüber nachdenken, dass halt Entführungen halt wirklich ein ernstzunehmendes Thema ist. Und das soll also der Grund dafür sein, warum er das getan hat, ne? Das soll der Grund dafür sein, warum er seine eigene Entführung gefaked hat. Okay, Leute, wir gehen jetzt einfach mal 2 mögliche Fälle durch. Erster Fall, er hat seine genannten Gründe, egal ob die jetzt wahr sind oder nicht, einfach nur als Vorwand benutzt und seine wahre Absicht dahinter war natürlich, Klicks abzustauben, Aufmerksamkeit zu bekommen, so, ihr wisst, was ich meine. Oder der zweite Fall, das, was er gesagt hat, ist wirklich wahr, genauso wie er es gesagt hat, und er will die Leute wirklich auf etwas aufmerksam machen, okay? Gehen wir mal davon aus, dass beide Fälle, oha, ey, ich fühle mich gerade wie Detective Conan, Junge, was los? Und gestern konnte ich nicht mal eine Kartoffel schälen. Okay, guck mal, egal ob Fall 1 der Fall war oder ob Fall 2 der Fall war, in beiden Fällen wäre er ein Lappen, okay? Also er ist ein Lappen. Wenn er das nur für Klicks gemacht hat, ja, dann ist okay, da brauche ich gar nicht zu erzählen, warum er ehrenlos ist und so, ne? Aber ey, was ist das bitte für ein behinderter Grund, dass man sagt, ja, ich wollte die Leute nur darauf aufmerksam machen, dass Entführungen ein ernstes Thema sind und so. Guck mal, Leute, natürlich, Entführungen sind ein ernstes Thema. Ich will da jetzt nichts dagegen sagen, ne? Versteht mich jetzt nicht falsch, ja, und man sollte auch schon darauf aufmerksam machen, aber indem man vor hunderttausenden Menschen professionell seine eigene Entführung faked? Indem man dafür sorgt, dass sich tausende Menschen, von denen dich wahrscheinlich auch viele selbst feiern, ne, einfach sich übelst Sorgen um dich machen und richtig Angst bekommen? Indem man dafür sorgt, dass die Kriminalpolizei zur eigenen Mutter geht, ne, und die Mutter auch so übelsten Schock bekommt, so wie du es da erzählt hast? Und jetzt kommen wir nicht mit, ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt und so, Junge, wie du da gelabert hast in deinem Video, ey, was denkst du dir eigentlich? Guck mal, in 3 Videos stellt er es offensichtlich so dar, als ob er entführt wurde. Ne, denkst du, da macht sich keiner Gedanken, ne, juckt so bestimmt keinen, vor allem wenn das Video noch so 200.000 Klicks hat. Stell dir mal vor, ne, ich begrapsche hier in einer Nacht in Berlin 20 Frauen, ja, also stell's dir nur vor, weil ich meine, natürlich sollst du es dir nur vorstellen, ich würde so etwas nie machen. Und ich komme dafür in den Knast, ne, und ich komme dafür in den Knast, ne. Soll ich dann auch so wie du sagen, ja, sag mal, ich weiß ja nicht, was ich hier falsch gemacht habe. Okay, Leute, das war's dazu, ne? Und jetzt kommen wir zu der Aktion oder zum Geschehen, was das Ganze einfach noch viel ehrenloser macht. Und zwar, ne, jetzt hört einfach mal genau zu, was Henry sagt. Ich hatte einfach geplant, so, ey, nominier doch einfach Dennis für so ein Video. Und Dennis und ich setzen uns zusammen vor die Kamera und reden ein bisschen darüber. Aber Dennis wusste davon halt gar nichts. So, so, also der sagt hier, dass Dennis Bro, der auch ein Video zu der Entführung gemacht hat und das richtig so ins Dramatische gezogen hat, ja, oh mein Gott, nein, er wurde entführt und so, ne, der wusste von der ganzen Sache nichts, ne, sagt Henry. Deswegen hat er auch ein Video dazu gemacht, ne, und das Video hieß auch so, ja, Hilfe, der YouTuber Henry wurde entführt, ich soll der Nächste sein, kein Clickbait. Also ihr wollt jetzt wirklich den ganzen Leuten erzählen, dass Dennis von der Aktion nichts wusste, ja, obwohl ihr erstens gute Freunde seid und zweitens, obwohl ihr 1-2 Tage oder so vor der Aktion richtig ernste Geschichten
Gespräche über Entführungen hatte. Ey Leute, das könnt ihr mir doch nicht erzählen, ne? Dieser Dennis wusste safe von allem, so. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Und obwohl er das wusste, macht er trotzdem ein ernstes Video dazu. Ein auf den, der wurde wirklich entführt. Einfach um Klicks abzustauben, damit die Leute Panik bekommen. Ey, was seid ihr beide bitte für Opfer? Wie traurig kann man nur sein? Ey, wisst ihr, was eigentlich das Lustige dahinter ist, ne? Guckt euch das mal an. Das Ganze hat nicht mal so richtig funktioniert. Boah, bei dem ersten Video von Henry, bei dem Hilfe-Video, Top-Comment ist einfach, hast du Drogen konsumiert oder was? Jungs, das sind wahre Fans. Diese YouTuber so, vor allem Henry, du hast echt Zuschauer, die hinter dir stehen, Bruder. Du Keck, Alter. Sowieso, wenn man sich deine anderen Videos anguckt, weiß man schon direkt, was du für ein Typ bist. So typischer Drecks-YouTuber mit Mainstream-Videos. Leute, es gibt genug Wege, die Menschen auf etwas, auf ein ernstes Thema vor allem aufmerksam zu machen, ohne dass man so tut, als ob man selbst entführt wurde. Ohne Spaß, ne, Leute? Ich wette auf mein Wall 5-Star Legend Clipper, auf mein Andy Slimline Pro und auf mein Wall Shaver, dass sie die ganze Aktion nur für Klicks gemacht haben. Ey, ich schwöre, guck mal, das ist meine Familie. Wenn ich sag, ich schwöre auf meine Familie. Guck mal, wenn ich sag, ich schwöre auf meine Familie, dann schwöre ich auf diese Familie hier, weil das meine Familie. Deutschland, mein Geld ist knapp. Ich zock euch einfach ab und sag, dass ich 7 Kinder hab. Ich schwöre, ich hab auch 7. So viel hab ich getrieben.